Eins, zwei, drei. Also meine Geschichte hier bei CSL Behring in Marburg ist eigentlich noch gar nicht so lang. Ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr im Unternehmen. Aber ich kenne das Unternehmen schon länger, weil ich früher mal bei der Höchst AG in Frankfurt war. Und damals waren ja die Behring-Werke ein Teil der Höchst AG gewesen. Okay, gut, nochmal. Unsere Aufgabe hier im Engineering ist es, dafür zu sorgen, dass die technischen und baulichen Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass die Produktionsprozesse immer mit einem hohen Qualitätsstandard laufen können. Das beginnt bei der Planung und Abwicklung von Investitionen inklusive der Inbetriebnahme und Qualifizierung der Anlagen und der anschließenden Übergabe an die Produktion. Ich arbeite hier bei CSL Behring im Engineering und mache hier seit 2 Jahren meine Ausbildung als Industriemechaniker. Da der Bereich Engineering ziemlich groß ist, haben wir auch eine sehr vielfältige Ausbildung. In meiner Ausbildung bin ich in ganz vielen verschiedenen Abteilungen unterwegs. Ein großes Aufgabengebiet ist die Wartung und Instandhaltung. Natürlich kann auch eine Maschine kaputt gehen und diese müssen wir natürlich direkt reparieren. Die Wartung und Instandhaltung nehmen in verschiedenen Abteilungen vor. Einmal in der Produktion zum Beispiel. Andererseits natürlich auch im Hochregallager, weil es gibt überall mechanische Baugruppen, die gewartet und instand gesetzt werden müssen. Ich selbst bin für die Abteilung Umweltschutz und Arbeitsschutz zuständig. Hier liegt unser besonderer Fokus in der Sicherheit der Mitarbeiter und auch in der Sicherheit der Anlagen. Diese Vielfalt an Aufgaben erfordert natürlich auch eine Vielfalt an Experten und Fachleuten. Unser Team besteht unter anderem aus Handwerkern, Technikern und Ingenieuren aller Fachrichtungen. Ein besonderes Highlight ist natürlich die internationale Zusammenarbeit und die Umsetzung der globalen Richtlinien bezogen auf unseren Standort. Ganz nach dem Motto Think Global, Act Local. Und hier arbeiten wir sehr eng mit allen anderen Abteilungen zusammen, zum Beispiel mit der Produktion, der Qualitätssicherung und natürlich auch der Forschung. Ich denke, wir haben hier eine tolle Zukunft vor uns, ganz einfach, weil wir ein Team aus motivierten, hochqualifizierten Mitarbeitern haben, die insbesondere ganz viel Spaß bei der Arbeit haben. Mich macht es glücklich, die Produktionsarbeiter zu sehen, wenn wir es geschafft haben, eine Maschine zum Laufen zu bringen, dass sie ihre Charge fertig fahren können und dann auch pünktlich in Feierabend haben können. Wir sind uns unserer Verantwortung für die Menschen bewusst und ich persönlich denke, dass das mit einem Lächeln auf den Lippen besonders gut zu meistern ist.